Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal Junkrat an. Der Sprengteufel. Wenn Junkrat stirbt, hinterlässt er Bomben. Das ist seine passive Fähigkeit. Ansonsten hat er einen Granatenwerfer, mit dem er durchgehend seine Granaten abfeuern kann. Dazu hat er eine Stachelfalle, in die, wenn Gegner da reinlaufen, bewegungsunfähig werden. Und eine Mine, mit der er sich selbst und Gegner, ja, der Gegner fügt der Schaden zu und sich selbst und Gegner kann er halt damit wegstoßen. Zeige ich euch auch gleich einmal, wie viel Spaß man damit haben kann. Und dann noch gibt es noch den Kamikaze-Reifen. Den kann man steuern, 10 Sekunden lang, bis er zerstört wird oder man sich selber steuert, so dass er springt. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Mit den Granaten, wir können 5 Stück abschießen, dann müssen wir nachladen. Explodieren beim Auftreffen oder aber wenn sie, nachdem sie ein bisschen auf dem Boden umgerollt sind, den Gegner treffen. Also man muss nicht genau treffen, ist, theoretisch kann man einfach so ein paar von den Granaten einfach in die Gegner reinfeuern und hoffen, dass man was trifft. Dann haben wir noch die Mine. Kann man selbst zünden, wann sie explodieren soll. Aber einmal an dem, der ist nicht beweglich. Hat Schaden gemacht und ihn zurückgestoßen. Und das gleiche geht auch, wenn wir uns draufstellen. Da fliegen wir selbst hoch. Wir kriegen aber zum Glück durch unsere Sachen keinen Schaden. Also nicht wie bei Farah, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Wir können uns durch die Granaten keinen Schaden zufügen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir können uns durch die Mine keinen Schaden zufügen. Mit der Granate schon. Ja, dann zeige ich euch jetzt einmal den Kamikaze-Reifen. Wobei, kann ich euch auch mal die Stachelfalle zeigen. Wenn der jetzt gleich das nächste Mal hier hochkommt, läuft er da rein. Jetzt packen wir da noch eine Mine hin. Dann können wir ihn noch gleich sprengen. So, er ist gefangen. Und wir sprengen. So, einmal den Reifen. Ja, wir haben jetzt 10 Sekunden Zeit. Egal welche Maustaste wir drücken, wir können ihn zünden. Oder wir zünden ihn einfach dann, wenn wir denken, wir haben genug Gegner. Ja, und dann zeige ich euch noch einmal, was, wie schön die Bomben sind, die ich fallen lasse, wenn ich sterbe. Ja, mit denen können wir sogar auch Gegner töten. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt in meiner richtigen Runde an. Bei Junkrat ist es egal, ob man im Angriffs- oder Verteidigungsmodus spielt. Seine Granaten können immer verheerend sein. Und auch der Reifen ist sehr gut. Egal, ob man jetzt einen Punkt freimachen möchte oder verteidigen will, wenn da Gegner draufstehen. Oder auch bei der Fracht mit dem Reifen. Solange die Gegner an einem Punkt stehen, kann man die sehr gut damit ärgern. Nur so auf ganz große Reichweiten kann er nicht viel ausrichten. Beispielsweise, wenn jetzt Sniper sind. Wir haben jetzt gerade beispielsweise zwei Hanzo. Wenn die natürlich am anderen Ende der Karte stehen, dann kriegen wir die mit unseren Granaten nicht. Aber gut, da kriegt die eh nur ein anderer Sniper und. Aber wir können schon relativ weit schießen. Und da die auch wieder zurückkommen, teilweise. Also je nachdem, wenn wir was treffen, ne? Mit dem Hindernis. Dann kann man damit schön die Gegner einfärchen in Räume. Das ist dann für die ziemlich gefährlich. Wenn von links und rechts Granaten kommen und sie nicht genau wissen, wo Junkrat jetzt ist. So, ich lege jetzt einmal. Wobei ich das wahrscheinlich gleich nochmal umplatziere. So, gleich kommen sie. Feuern schon mal ein paar Granaten in die Luft.
Das Schöne ist, wir können die Granaten auch hinter Reinhards Schild werfen. Ansonsten machen die aber auch sehr gut Schaden. Oh. Danke. Die Heilung war gut. So, mein Schild ist gleich weg. So. Das ist das mit dem Schieben, was ich meinte. Oh. Den Reaper habe ich nicht gesehen. Schade, dass er sich gerettet mit seiner Fähigkeit. Aber es sieht aus, als hätte er es fast vergessen. Habt ihr das gerade gesehen? Meine Mine lag noch in der Stachelfalle und da ist gerade einer reingelaufen. Und nach meinem Tod ist sie liegen geblieben, hat keiner zerstört. Jetzt konnte ich damit noch jemanden sprengen. Ja, jetzt stand ich natürlich zu dicht dran. Hatte eigentlich gehofft, dass noch mehr Verbündete da sind, die mich ablenken. Dass ich nochmal meine Granate, meine Mine freikrieg. Leider nicht geglückt. Jetzt liegt da keine Mine. Aber wir haben den Reifen. Kann ich ihn euch gleich mal in Action zeigen? Oder auch nicht. Hatten die. Ja. Da habe ich den echt geil hingeworfen. Habe ich den Heiler gerade erwischt? Ich hoffe es. Und Mist, wieder kein. Und wir kommen mal eine Falle hin. Ach komm, gehen wir denn? Mist. Gut, da waren wir jetzt aber auch ganz alleine, oder? Unsere Verbündeten waren wohl schon tot. Versuchen wir mal so ein bisschen dran vorbeizulaufen. Das Feller. Versuche ich mal hier oben lang zu gehen. Naja, wenigstens sollte erledigt. Ich mach gar nicht das, was ich euch empfohlen habe, im Guide. Ist natürlich auch toll. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ich habe jetzt die Mine einfach mal gesprengt in der Hoffnung, dass vielleicht einer da steht, weil ich nicht mehr genau wusste, wo sie ist und ob da vielleicht einer ist. Manchmal hat man ja Glück. So, dann haben wir den Tank. Mir stürzt keiner weg.
Haben wir ihn wieder? Ja. Hoffentlich ist es noch nicht verloren. Okay, es ist verloren. Jetzt habe ich euch leider nicht zeigen können, wie schön das ist, mit dem Reifen die Gegner wirklich zu töten. Aber klar, die wollen es natürlich auch nicht zulassen, dass man mit dem Reifen die ganze Gruppe da wegspringt. Deswegen versuchen sie immer, den sofort wegzumachen. Und durch Hanzo haben sie den wahrscheinlich auch gesehen. Dann doch mal so, ne? Okay, vielleicht nicht. Dann hat der Tank das einfach nur gut gehört oder auf Verdacht. Aber gut. Passiert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wünsche euch viel Spaß mit Junkrat. Und dann sage ich mal, bis bald.